So, hallo, wir machen weiter bei Infernum und der Sariel ist wieder mit dabei bei ein paar Aufnahmen. Ich schätze mal so, 3 bis 4 schaffen wir vielleicht in etwa. Wenn ich jetzt nicht wieder alle eine Stunde lang plötzlich mache. Als ich alleine aufgenommen habe, hat es ja ganz gut geklappt mit kurzen Parts. Dann schauen wir mal, wie das Das jetzt wird. sollte ich beibehalten, muss ich gestehen. Okay. So, genau. Letztes Mal haben wir dieses wunderschöne Eiswasserlevel gespielt, was ich fantastisch fand. Aber das hast du ja, glaube ich, schon gesehen, weiß ich nicht. Nein, habe ich noch nicht gesehen, Ah, hast du noch aber nicht gesehen. Okay. sonst geh mal Und bitte in Pons Imperfectus zurück. Pons Imperfectus, welches war denn das? Das Ah. hier. Ja. Ach so, war das Genau, am und Anfang? jetzt mach einfach mal den Break, den du letztens gemacht hast. Ich soll bis zur Mitte spielen. Du musst nur bis zur Mitte spielen mit dem Schlüssel. Okay. Würde mir jetzt wohl weggenommen oder so. Da ist jetzt was anderes, was Fortschreiten verhindert. Ah, okay. Das heißt, du hast jetzt sogar auch für die, die gut sind, verhindert, dass man den Schlüssel mitnehmen kann. Also ich würde mal behaupten, da kommt man nicht mehr lebend raus. Okay. Klammer auf, wenn ich die Exits jetzt richtig gesetzt habe. Wenn nicht, dann hast du natürlich wieder hier eine blöde Testversion bekommen. Dann bin ich mal gespannt. Ja, Weil ich man müsste es ja im Prinzip, könnte man es doch einfach so machen, dass man halt den Schlüssel braucht, um durch eine Tür zu gehen. Und dann kann man den ja nicht mitnehmen, zum Beispiel. das wäre eine Idee, aber sonst spiel einfach mal War es weiter. eigentlich richtig, dass das hier das normale Schlüsselloch war auch, nur dass halt der Sch Das ist das normale Schlüsselloch, richtig? Okay, dann habe ich den Secret Exit schon richtig gemacht. Gut. Richtig, nur der Schlüssel ist halt der Conan-Schlüssel gewesen. Genau. Dann habe ich das richtig interpretiert. Ich war mir da ja sehr unsicher. Du Oder. darfst übrigens auch klein werden, das ist kein Problem. Ah ja, stimmt. Ja gut, dann werden wir das doch gleich mal. Ist das Level vielleicht sogar ein Hä? Stück einfacher? Soll das so? Dass da drüben die Magie weg ist? Soll eigentlich nicht, aber das erinnert mich daran, dass ich natürlich den Sprite-Header noch auf 08 setzen muss, damit SR1 funktioniert. Aber Okay, dafür hat man ja Tester. ich war gerade irritiert, dass da einfach die Dinger weg sind. Gut. Ah, lol. Jetzt ist da gar nicht mehr die schwierige Stelle. Nö. Oh, auch Auf interessant. etwas anderes. Aber jetzt ist der. What? What? Wait, what? You tried, but now the. Ja, aber, hä? Okay. Ja, das ist jetzt meine Break-Sicherung hier. Wenn ich durch die Tür gehe? Ja, aber wo soll ich denn hin, wenn ich nicht durch die Tür gehen kann? Ansonsten einfach sterben. Jetzt bin ich Also kom. diejenigen, die so wie du meinen, ja, man könnte ja den Schlüssel einfach durchs ganze Level mitnehmen und hier die Hälfte rauscheaten. Nee, so einfach ist es nicht. Und wenn ich den Schlüssel jetzt nicht dabei hätte, kommt die Tür nicht, oder was? Ich sag mal so, das ist jetzt ein anderer Raum. Jetzt check. Ich habe mich gerade noch gewundert, warum, als ich aus der Röhre gekommen bin, bei dem Schlüsselloch kein Konnenschlüssel mehr lag. Das ist genau die Sache. Ach so. Wenn Conan Schlüssel und Conan Orb auch entfernt sind, dann wirken beide Räume identisch. Jetzt verstehe ich, dass So dass man von hier aus nur noch den Secret Exit machen kann. Man kann sich eine Preview auf das normale Level gönnen, aber weiter kommt man eben nur zum Secret hier. Wie soll jetzt aber jemand, der das nicht weiß, checken, was er falsch gemacht hat? Er kriegt den Schlüssel in der Röhre, er nimmt den Schlüssel mit und plötzlich ist das Level zu Ende und er kommt nicht. Oh, guck mal, da sind sie wieder. Das ist ja auch interessant. Woher weiß derjenige, was er falsch gemacht hat? Ja, das soll einfach better tryen, wie es die Nachricht darin Okay, also er soll dann selber drauf kommen, dass er den Schlüssel nicht mitnehmen darf. richtig.
Also ich weiß nicht, ob der Part draußen ist, wahrscheinlich noch nicht, aber du hast ja auch nochmal neu aufgenommen, wie das Level dann hoffentlich richtig funktioniert. Ja, genau, das ist der heutige Part. Ja, dann habe ich das noch nicht gesehen. Der auch mit dem Eiswasserlevel eben endet. Okay, habe ich Okay, nicht gesehen. aber okay, verstanden. Deswegen hast du, ja, okay, ich verstehe. Man kann den Schlüssel nicht mitnehmen, weil man in einen ganz anderen Raum rauskommt, mit dem man ganz gar nicht mehr lösen kann. Richtig. Okay. Und du hast jetzt dein eigenes Secret Key Bis zum bekommen. Midway Point habe ich übrigens trotzdem mit dem Schlüssel gespielt. Das darf ich jetzt ja praktisch dann eigentlich auch nicht mehr. Dann müsste ich es jetzt eigentlich tatsächlich nochmal wirklich komplett ohne Schlüssel spielen. Richtig. Dann machen wir das doch mal fix. Deswegen hast du gesagt, ich darf klein werden, weil es für die Geschichte, um das zu zeigen, egal war. Richtig. Und du machst übrigens schon wieder alles falsch, aber das mal nur nebenbei. Ach, ich muss jetzt. Ich verstehe, glaube ich, zum ersten Mal, wofür die Plattform da ist, oder? Die ist da, um auf der zu landen. Ist die dafür da, dass ich den Spin Jump abbreche? Nee, Nee. deswegen ist die Magie ja extra, deswegen sind ja vier so magische Magic-Dinger dort, damit du dann nicht so einfach runterkommst. Ach so. Mach mal Retry. Aber ich Am muss. besten mache ich dort ein ganz, ganz großes B aus Münzen in die Luft. Hier Ja, hier. komme ich da auch so rüber, oder komme ich ja so nicht rüber? Doch, da kommst du so rüber. Jetzt schau noch mal nach links und überleg mal. Ach, ich soll hier Anlauf nehmen? Ja. Oh, das habe ich ja noch nie gemacht. Dann sehen wir jetzt endlich mal die Intended-Version, I wie see. es funktionieren soll. Ah, dann ist das Level ja komplett anders gedacht, als ich es gespielt habe. Zumindest die erste Hälfte. Ja, die zweite habe ich jetzt ja ohne Schlüssel, aber okay, das, okay. Das heißt, du hast den Schlüssel nie als Stopper gedacht. Richtig. Oh. Die erste Hälfte sollte ich quasi immer zum Spin Jump verleiten, aber du darfst ihn nicht machen. Oh, I see, I see. So, jetzt darf ich aber hier auch nichts mit. Doch, da darf ich. Also da darf ich doch meinen Trick weiterhin anwenden, ohne den blauen Block zu benutzen, rein theoretisch. Also ich weiß nicht, welchen Trick genau du meinst. Ich hab's ja nicht gesehen. Naja, dass ich benutze den blauen Block nicht und lande einfach hier und kann dann hier halt Dings machen. Ah ja, das kann man machen. Das ist natürlich richtig. So, ja, jetzt sind wir eh am Ende wieder. Okay, er ist ja halt am Midway Point. So schwierig war das ja nicht. Nee. Okay. Das war jetzt mal fast ohne Save States, außer am Anfang. Jetzt haben wir es mal richtig gespielt. Hurra. Hurra, jetzt können wir weitermachen im Programm. Ich glaube, das ist das Level, dem ich bisher am meisten, nein, nicht am meisten Zeit verbracht habe, aber am meisten Videos. Also, es sind drei Videos, haben jetzt das Level schon drin. Sehr gut. Okay. Calum Mutatio. Richtig, dies ist eine Kontraktion der beiden Worte Calum und Mutatio. Calum lateinisch für das Klima und Mutatio ist der Wandel. Um hier ja, den modernen Begriff des Klimawandels, welchen es damals natürlich noch nicht gab, hier zu versinnbildlichen. Oh, hier soll ich nicht rein. Nein, du gehst bitte nicht durch die Tür. Ich wusste ja nicht, was da kommt. Okay, ich verstehe. Ich habe jetzt erst überlegt, ob das vielleicht auf Calum anspielen soll, weil ja die freundliche Variante von Inferi Calum genannt wurde. Aber das war es dann nicht. Ja, moin! Okay. Nein! Oh, das war jetzt nicht so gut. Den muss ich Nicht safe möglich. behalten. Okay, wir machen das nochmal. Dachte, ich muss die länger behalten, die Shell, aber das ging ja, ist ja nur ein ganz kurzes Stück. Na! Ist ja nur ein ganz kurzes Stück. Hui! Verdammt, wir schaffen das. Das hat auch Merkel damals schon gesagt. Richtig. So.
Jetzt oder? Zack. Zack. Okay. Zack. Okay. Ich sollte den kaputt machen und dann wahrscheinlich wegspringen erstmal wieder. So. Oder einfach weglaufen, das funktioniert genauso. Und dann kann ich hier chillig drüber. Haha, chillig. Was ein Wortwitz. Oh ja, das war gar nicht beabsichtigt. Aber stimmt, der ist... Ja, der passt. So. Nee! Okay, ich merke schon, in dem Level werde ich beworfen mit Fischen. Sag mal. War der nicht gerade woanders? Nee, okay. So, aber der Kollege da oben, der ist einfach Deko. Richtig. Da ist ja keine Shell, nichts, okay. Ja, du bist aber auch selber schuld, wenn du alles kaputt machst. Dann lade ich ihn einfach wieder selber rein, sehr gut. Warum tun eigentlich die Eismanscher weh? Sind die nicht gefroren und dürften somit nicht mehr wehtun? Frage für, weiß ich nicht, irgendwen. Frag mal den lieben Dani, bei dem ich die zuerst gesehen habe. Haben die bei ihm auch wehgetan? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, haben sie. Okay. Ach, ein Feri mit Manschern, die nicht wehtun. Ja, das wär's ja noch. Ich habe mich nur an irgendwas erinnert. Ich wusste nicht mehr, ob das ein Hack war oder irgendwo, wo es auch mal Eismanscher gab und da haben die halt nicht wehgetan, weil sie halt... Ach so, allgemein irgendwie so Eisschlösser oder so, wo man halt das Zeug erst auftaut. Aber ja... Deswegen war meine erste Intention, als ich in dem Eiswasserlevel auch die Manche gesehen habe, okay, die dürften nicht wehtun. Das war ein Irrtum. So. Ja, das Eiswasserlevel und dieses Level hier sind so ein bisschen sogar wirklich eine Anspielung auf das grandiose Inferi-Level Flora in Helvetii. Ah, okay. Das gibt's doch nicht. Muss bestimmt den Pilz immer noch behalten. Das wäre ganz ratsam. Oh, jetzt, Zilla. So. Einfach einen Regrab da reinmachen. Na. Rutschi. So. Nein! Zu hoch. Timing ist eh doof. Ah, immer noch nicht. Jetzt aber. Ja, immer noch nicht. Jetzt aber. Nein, der ist zu weit oben jetzt. Okay, jetzt aber. So. Ich frag mich, wie oft du in dem Part schon Etzela gesagt hast. Müsste einen Counter einbauen. Oh, das soll aber gar keine Dings an. Das, So. Das war elegant gelöst. War das nicht so gedacht? Du kannst es schon so machen, viel breakst du natürlich nicht damit. Es wäre halt gedacht gewesen, gleich rein, dass der Koopa ganz nach oben fliegt, weil dann landest du halt oben an der Wand. Aber wenn du an der unteren Wand landest, ist das auch vollkommen okay. Ach so, icy. Ja, das Level ist wirklich icy, da hast du recht. So, nein, jetzt, ach Mensch. Alles so rutschig hier. So, jetzt stehen wir. Keine Ahnung, wie man an den Mond rankommen soll, aber ist auch egal. Mit einer Shell Jump wahrscheinlich oder so. Richtig. Ja, dann machen wir das doch fix. Na! Ah! Ja, irgendwie so. Ja, irgendwie so. Ja, und jetzt noch abspringen. Nein! Erstmal viel mehr als 3 Leben verlieren, um einen Mund zu bekommen, der 3 Leben gibt, aber hey. Rein theoretisch könnte man sich ja einfach opfern und das Level neu spielen, aber es geht natürlich auch ohne das Leben zu verlieren. Ja, gut. Ich denke, man hat verstanden, wie man den Mond bekommen soll. Wir haben genug von dem Mond gesehen. Oh, ich brauche die Shell. Die Shell solltest du trotzdem mitnehmen. Ups. Dachte, die sind nur für den Mond, aber das war ein Irrtum. Die Frage ist, brauche ich die nochmal? Ich denke mal nicht.
Nein, stopp! Oh, Mist. So. Okay, nee, brauche ich nicht nochmal. Außer ich muss jetzt groß bleiben und die mit der Shell eigentlich den Kollegen da wegmachen, aber ich glaube, das war einfach nur ein, du musst groß, lass dich groß, ja, okay, alles klar. Oh, jetzt ist es, hier andere Jahreszeit geworden. Es ist das gleiche Level, nur rückwärts. Ja, richtig, deswegen hat der Levelname ja auch Klimawandel geheißen. Ah! Achso, dann könnte es immer noch Winter sein, nur mit anderem Klima. Richtig, oder wie ich es in HFs Stream einmal ausgedrückt habe, the level names means climate change. Considering that it is the sequel of Frozen Lake, it shows the massive impact of Treibhausgase on the environmental climate to the Swiss Alps and the alarmingly increasing Gletscherschmelze. Sehr gut. Okay, ich könnte entweder jetzt den brauchen oder... Nein, wir machen das so, alles klar, easy. Das reicht auch locker mit Rutschen. Der Rückweg ist irgendwie viel einfacher als der Hinweg, aber... Ja, wirkt bisher auch so, aber ich meine, ich spiele ja eh mit Safe Sets, da habe ich wirklich kein gutes Gefühl mehr. Das merke ich immer in den Kommentaren, die dann HF schreibt, wenn er sagt, ja, da hast du das wieder durch Safe Sets viel zu leicht gemacht. Was in den meisten Fällen ja auch stimmt. Also, true. Auch bei Discipulus Venefici zu schauen, war ja eine Katastrophe. Welches Level war das? Das, was du magische Drehsprünge genannt hast. Mit dem Match. Ah, hm. Huch. Ach so. Hallo, Plattform. Danke. Hm. Du hättest da übrigens zwei Koopas gehabt. Du hättest nicht mal scrollen müssen. Ah, jetzt. Ja, verstehe. Deswegen ist auch der grüne Koopa da, der vorhin nur Deko war. Ich verstehe. Der ist runtergefallen. Richtig, weil kein Eis mehr da ist. Genau. So, und wir sind am Anfang. Und jetzt muss ich nur hier... Okay, ich habe zwei Ideen, aber ich glaube, die eine wird nicht funktionieren. Na? Nee, ich glaube, das geht nicht. Denkt er, nee. Wollt's mal testen. Okay, dann muss ich das wahrscheinlich gut timen. Wie sieht denn das jetzt aus? Tschüss. Erstmal in der Luft ein Peace-Zeichen machen. Natürlich. Just Mario Things. Okay, ich muss mit der Shell das Ding da auslösen. Muss ich aber irgendwie an die Shell rankommen. Ach so. ja. Ja, da ist übrigens Deckel. Oh, ja, merke ich auch gerade. Dann muss ich das timen. Okay. Ich glaube, das hat bisher jeder erstmal falsch gemacht. Nein, 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 nein. Ups. Was ist eigentlich da drin? Wahrscheinlich nur die Mü... Ja, das hast du wunderbar gemacht, Conan. Können wir dir nicht nochmal 10-mal zuschauen, wie du da nach oben springst und dir die Shell holst? Aber da ist nur eine Münze drin, ne? Also das ist... Dann muss ich gar nicht rangehen. So! Nein! Das hat in beiden Richtungen hätte es nicht funktioniert. Ja, der Turnblock dreht auch nicht ewig, wie du sicherlich weißt. Richtig. Aber jetzt passt alles. Puh. Schön. Schön, schön, schön. So. Voluptas Volati oder so. Vielleicht hebst du dir das ja auch für den nächsten Part auf. Aber wir sind gerade bei 20 Minuten. Also normalerweise so ein 10 Minuten Level würde noch gehen. Siehst du das Level... Siehst du das Level länger als 10 Minuten? Naja, Scrolling mit P-Ballon und außerdem deine letzten Parts waren ja auch meistens so 20 Minuten. Das würde sich perfekt einreihen. Stimmt, der heutige war halt, glaube ich, mal 30. Richtig. Aber jetzt bin ich schon drin. Oh, nee. Ah, ja, ich glaube, ich sehe, was du meinst. Ich könnte dir ein anderes Level empfehlen, was, glaube ich, wesentlich schneller geht. Das untere ist wohl schneller, was jetzt noch übrig ist. Richtig. Okay. Oh Gott, zwei! Natürlich zwei.
Okay. Aber wir kommen dann ganz gut durch, weil sie bewegen sich ja nicht weiter. In erster Linie kommen wir ganz gut durch, weil wir Stray States haben. Ja, das sowieso. Die gelbe Münze da rechts ist übrigens auch nicht zur Deko da. Die soll wahrscheinlich die Stelle markieren, an der ich den Ballon einsammeln muss, damit es passt. Richtig. Dann kann ich mich da schon mal hinstellen. Der Blitz selber tut, glaube ich, gar nicht weh. Nur das Feuer, was... Ja, stimmt. Ist ja auch witzig. Warum tut der Blitz eigentlich nicht weh, Nintendo? Was habt ihr euch dabei gedacht? Oh! Der Kollege muss das kaputt machen. Richtig. Aber ich glaube, das macht er von selbst, wenn ich hier einfach bin. Nein, never mind. Hab nichts gesagt. Scheiße. Nicht so ganz. Das ist jetzt nicht so gut. Kriegen wir das noch? Das könnte ein bisschen knapp werden, so wie ich das jetzt gemacht habe. Ja, das war blöd. Ich schaff's aber auch immer, es mir so dann zu machen, dass es plötzlich schwieriger ist, als es eigentlich sein sollte. Das liegt alles an deinen Safe States, die du dann natürlich in der ungünstigsten Situation gesetzt hast, die du dann nicht mehr richtig lösen kannst. So, jetzt sieht's gut aus. Go! Okay, perfekt, wir haben's. Ich schaff ihn bis zur Münze. Nice. Okay. Okay. Natürlich. Die Frage ist allerdings, muss ich da jetzt einmal dann ganz hoch? Ja, es ist eigentlich, kann ja nicht schaden. Ach, was macht denn? Hast du weniger Bälle im Weg. Richtig. Okay, da ist die nächste Münze. Nein, das war zu bald. Wobei man sagen muss, also, wenn ich mich jetzt, selbst wenn ich mich jetzt nicht an die Münze gehalten hätte, der Ballon hält ja trotzdem länger, als er muss. So weit ist es auch nicht mehr. Ja, okay. Wird schon reichen. Wir probieren es aus. Wenn es nicht reicht... Ich glaube, die Münze ist tatsächlich noch ein Überbleibsel von einer alten Version des Levels. Oh lol, das reicht definitiv. Ja. Cool. Ja, das war doof. Conan, du hattest den Midway Point. Ich weiß. Ich will aber den Sprung gescheit machen. Ich brauche keinen Pokey. So. Das war alles, was ich... Ich hätte gesagt, wenn du die Röhre nicht getroffen hättest. Ja, aber das war alles, was ich wollte. Als ich das gesehen habe, habe ich den Sprung vor mir gesehen, ohne den Pokey. So. Das habe ich dann auch geschafft zu reden. Okay, jetzt sind wir wieder bei der Variante, du darfst kein Item einsammeln. Eine meiner Lieblingsvarianten. Riss. Oh, das hätte er wahrscheinlich vorher nicht machen. Ah, das war vielleicht blöd. Du kannst das Level zumindest mal anschauen. RIP. Und dann richtig spielen. Okay, so. Wo bin ich denn? Ach, da unten. Nee, also ich... Ich glaube, die einen muss ich noch abwarten. Mit schnell friss! Gott. Nein. Wie nein? Oh, stimmt. Irgendwas passiert. Passt nicht. Ja, der Koopa, den hast du gerade geglitscht. Oh. Müsste dir ja aus früheren Tagen noch bekannt sein, wie das funktioniert. Stimmt, der ist ja gelb, der ist ja rot geworden. Nee, das... Hä? Ach, ich hab... Weil der auf Yoshis Zunge war.
Yoshi kann keine zwei Sachen gleichzeitig Der hat dann keine Sprite-Interaktion mehr. Oh nee. Ja, du bist schon zu langsam, befürchte ich. Merk's. Ich glaube, das lässt sich von hier aus auch gar nicht mehr. Ah, wobei. Na. Yoshi will den unbedingt essen. Besser ist es, du kommst da einen Cycle eher durch. Besser ist es, ich retry mal. Gut. Jetzt weiß ich ja, wo ich hin muss. Jetzt kann ich auch direkt runter. Na. Na, easy. Ja, easy. Ganz nebenbei ist das auch eines meiner ältesten Level. Okay. Habe ich eigentlich jetzt schon das Level gespielt, wo es mal hieß, dass du das als das Schlechteste empfindest oder so? Nein, noch lange nicht. Okay. Hast du noch 14 Exits vor dir? Ich wollte nämlich auch sagen, bisher wüsste ich jetzt auch keins, was diesen Titel verdient hätte. Bisher fand ich alle Level eigentlich ganz nett. Na, es kommt schon noch was. Irgendwie ist der aber long weg. Ah, der darf nicht so bald ausgelöst werden. Oh. Aber gleichzeitig muss ich dann... Ja, okay. Nee, das ist nicht so gut gewesen, glaube ich. Nicht wirklich. Ich glaube, zeittechnisch bin ich hier nicht so am... nicht so perfekt unterwegs. Oh! Das geht schon. Das war gut. Das würde ich nur gerne... Ja, perfekt. Nein, nicht perfekt. Nein! Ich muss... Oh, du tust den Chuck einfach. Das ist auch interessant. Hoch und runter. Was? Rechts der Chuck. Der soll dich eigentlich behindern, aber du tötest ihn einfach. Wie töte ich den denn? Stimmt, aber es ist richtig, aber wie habe ich den getötet? Der ist einfach runtergefallen. Indem du auf dem blauen Block, braunen Block nochmal gelandet bist. Ach, ist der dann... Links. Ah, okay. Der steht auf einer Blocksnake. Das ist ja witzig. Finde ich gut. Wenn du etwas verfrüht ausgelöst hast. Finde ich gut. So, einmal Mond für mich und Abflug. Ah, jetzt darf ich keinen weiteren Ballon mehr einsammeln. Jetzt sind wir in dieser Runde gelandet. Richtig, das ist dann auch die letzte Runde. Dann muss es ja aber nicht, kann es ja nicht sehr lange sein, wenn dieser eine Ballon einfach halten muss. Außer ich muss den hier einsammeln. Nee, ich darf gar keinen einsammeln. Der hat jetzt so gewirkt, wie wenn ich den. Der hat jetzt wirklich so gewirkt, wie wenn ich den einsammeln müsste, weil der sogar schwierig war einzusammeln. Das erleichtert ihm aus. Wenn du das schwierig findest, okay. Naja, ich hab mich extra bemüht hinzukommen. So, ich dachte, ich muss jetzt wirklich schnell sein, um da hinzukommen. Aber musste ich gar nicht. Ich muss einfach hinten bleiben. Dann passt ja alles. Na, weil jetzt... F. Wait, ich brauche den Pilz. Nein. Nein? Noch? Ach so. Ach so, es ist das Gegenteil der Fall. Ich dachte, ich muss da gestoppt werden, aber im Gegenteil, es würde mich zerquetschen. Richtig. Okay. Ja gut, haben wir doch noch ein Level geschafft. Sehr schön. Damit hast du mein KLDC 2016 Level im Prinzip gespielt. Ah, das war das. Okay. Ja, 5 Jahre ist das im Prinzip schon alt, wurde halt etwas aufgehübscht und poliert, damit es den derzeitigen Level-Design-Standards adäquat ist. Ja, war doch auch ein nettes Level. Gut. Dann haben wir wir haben 2 Level geschafft, weil wir haben am Anfang das Schlüssellevel nochmal gespielt. Ich verstehe. Okay, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir schauen, dass wir noch ein paar Parts aufnehmen können und Sariel, solange es geht, dabei ist. Tschüss. Tschüss.